Also die Real Talk Show dient ja nicht nur zur allgemeinen Belustigung, nein, sie ist auch eine Aufklärung für Österreicher und Filipinos und für alle Menschen, die was mit Filipinos zu tun haben. Wie äußern sich die typischen Eigenschaften der Filos und wie wirken sie sich aus im österreichischen Alltag? Ich glaube, das Problem fängt schon mal an bei unserem Alphabet. Das philippinische Alphabet hat kein F und kein W. Das heißt, wir verwechseln generell mal das F mit einem P und umgekehrt und W und V mit einem B. Das heißt, ich bin die Benson. Und artikelmäßig verwenden wir immer nur die. Die Benson ist die Musical Star vom 2008. Aber dieses Grundproblem der Verwechslung von F, P, W, B ist für viele Österreicher schon eine Challenge, aber das Allerwichtigste ist, sie wissen, wir sind harmlos und die Message kommt an. Entschuldigung, ich habe eine Frage, weil ich bin von Philippinen. Ich habe eine Vignette gekauft, ja? Ist es richtig? Habe ich richtig gefickt, oder? Ist aber links, oder? Ficken, oder? Okay, danke, danke, gell? Tschüss! Ich habe eine Vignette gekauft. Muss ich links oder rechts ficken? Die Vignette. Vignette? Ja, links oder rechts oder Mitte? Genau, Mitte oder rechts. Okay, rechts ficken. Muss ich links oder rechts ficken? Vignette. Ja, muss ich links oder rechts in die Auto ficken? Ja, links. Oder Mitte, oder? Ja, wo man fragt, wo der Fahrer ist. Ja, aber links, oder? Ja, links, wo der Fahrer ist. Einfach links ficken, ja. Okay. Danke, gell?